Mahlzeit. Ein Nutzer sagt das einfach: E-Autos sind scheiße. Und dann listet er alles auf, was ihm an diesem Auto gefällt, aber auch was ihm eigentlich nicht gefällt, so dass er das sagen muss. Ein Nutzer wohlgemerkt. So, und jetzt kommt einfach mein Statement dazu. Ja, komisch, wenn man ein bisschen Bildung hat und sich ein bisschen mit Physik auskennt, ein bisschen, dann wusste man das auch alles, ohne dass man dieses Auto selber gekauft und gefahren hat. Gut, ich habe ihn dann gefahren, aber wie auch immer, wie gesagt, eine schöne Geschichte auf eine Art, aber weshalb die Dinger scheiße sind, wie er es sagt, das hören wir uns jetzt mal an. Na dann. E-Autos sind scheiße. Ich fahre seit 3 Jahren dieses E-Auto, ein Jaguar I-Pace. Kostet locker einen guten sechsstelligen Betrag, ist also keine Schrottkarre. Lautlos, geile Beschleunigung. Muss man auch mal dazu sagen, macht Spaß. Allerdings, was keinen Spaß macht, ist der Alltag. Das Laden, Punkt 1. Furchtbar. Du musst ewig warten, dann stehen schon andere an der Ladesäule. Es ist super teuer. Es gibt ganz verschiedene Ladesysteme, Karten, Anbieter, whatever. Nächster Punkt, Batterien. Die Batterien sind da ein paar Jahre wahrscheinlich platt, das kennst du ja von deinem Handy. Überleg mal, wie viele Jahre kannst du dein Handy benutzen, dass der Akku noch funktioniert? 2, 3 Jahre? Das ist bei E-Autos vielleicht 5 Jahre sein, aber im Gebrauchtmarkt gibt es wahrscheinlich dann niemals dafür. Die Dinge sind auch noch in dem Auto eingebaut. Das heißt, man kann sie nicht wechseln, sondern das Auto ist wahrscheinlich danach Kernschrott. Und alle paar Jahre müsste man sich ein neues Auto kaufen. Ja, und bei E-Autos Thema Reichweite ist natürlich auch immer so ein Ding. Also der soll eigentlich 480 Kilometer fahren. Leider ist das nur ein sehr theoretischer Wert. Real komme ich mit den 300 Kilometer. Kann man jetzt denken, ja, mag ja gehen, 300 Kilometer kann man sich einrichten. Und dann musst du dir vorstellen, dann ist es so, fährst im Winter schon auf der Autobahn nur 120, weil der Verbrauch steigt ja sonst extrem. Und auf einmal fängt es an zu schneien, zack, hast du 50 Kilometer weniger Reichweite oder eine kleine Baustelle, du musst umfahren und kommst nicht mehr nach Hause. Also du stehst permanent unter Stress, dass die Reichweite halt nicht funktioniert. Der erste Blick, wenn ich einsteige, ist im Endeffekt, wie hoch ist der Akku? Das macht einfach keinen Spaß. Tja, eigentlich mehr kann man dazu gar nicht sagen, ne? Das ist es. Aber jetzt bin ich mal ein kleines bisschen gespannt auf die Kommentare, was dazu alles so kommt. Ich will jetzt gar nicht mal die politische Seite von dem ganzen Kram hören, dass wir so keinen Strom dafür haben, für diese Autos und so weiter, sondern einfach vielleicht auch Erfahrungen von Leuten, die sagen, nö, 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 ich komme damit ganz gut zurecht oder was auch immer, aber jedenfalls nicht rummeckern. Wir wissen ja, meckern hilft nicht, sondern Wissen erwerben hilft, und wenn wir uns hier austauschen und mehr Wissen haben, vielleicht können wir den Mann ja dann widerlegen. Gut, ich wünsche ein schönes Wochenende. Jetzt haben wir Stoff zum Nachdenken und alle guten Wünsche. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.